Aprikosenschnitten mit Amaretto-Zutaten für 20 Stücke Mürbeteig, 1300 g weiche Butter, 1150 Gramm Puderzucker, 12 g Vanillezucker, 11 g Salz, 12 Eigelb, Klammer auf M, Klammer zu, 1500 g Mehl, 11 Esslöffel Backpulver, Belag, 11,5 Kilogramm Aprikosen, 13 Esslöffel Zitronensaft, 12 Esslöffel Zucker, 15 Esslöffel Amaretto, Klammer auf Mandellikör, Klammer zu, Verzierung und Creme, 150 Gramm Mandelstifte, 11 Esslöffel Puderzucker, 1500 Gramm Mascarpone, 1100 Gramm Zucker, 12 g Vanillezucker, 160 ml Amaretto, 1450 ml Sahne, 12 g Sofortgelatine, 1 Teigzutaten und eventuell 1 bis 2 Esslöffel kaltes Wasser, verkneten. In Folie meint, eine Stunde kühlen, Aprikosen bis auf 4 Stück, kreuzweise einritzen, mit kochendem Wasser überbrühen, ziehen lassen, abschrecken, häuten, halbieren, entsteinen, Zitronensaft, Zucker und Likör mischen, Aprikosen ca. 15 marinieren, Ofen auf 200 Grad vorheizen, Teig durchkneten, auf einem gefetteten Blechklammer auf 36 x 39 cm Klammer zu, ausrollen. Aprikosen darauf geben, ca. 30 backen, abkühlen lassen, 2 Mandeln ohne Fett rösten, Puderzucker zugeben, karamellisieren, auf Backpapier abkühlen lassen, Mascarpone Zucker, Vanillezucker, Likör verrühren, Sahne steif schlagen, Gelatine einstreuen, weiterschlagen, Sahne unter Mascarpone Mischung heben, auf den Kuchen streichen, eine Stunde kühlen. In Stücke schneiden, mit Mandelkrokant und Rest Aprikosen verzieren, eventuell mit Likör beträufeln.